Leute, ich bin Lou und stelle euch heute den Finlaggen Cast Strength vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um Finlaggen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Ronny für das Sample. Finlaggen ist keine eigenständige Brennerei, sondern eine Serie des unabhängigen Abfüllers The Vintage Malt Whiskey Company. Ein unabhängiger Abfüller stellt in der Regel keinen eigenen Whisky her, sondern kauft Fässer verschiedener Brennereien und füllt diese später unter eigenem Namen ab. The Vintage Malt Whiskey Company wurde 1992 von Brian Crooks gegründet und zählt neben Finlaggen auch Ilach, Glen Almond, Isla Storm und Smokestack zu seinem Repertoire. Ich hoffe, das waren alle. Genau. Finlaggen, der Name kommt vom Loch Finlaggen auf Isla. Und in diesem See gibt es noch zwei andere Inseln. Die eine heißt Eileen Moore. Das bedeutet die große Insel. Und den Namen der zweiten Insel kann ich einfach nicht aussprechen. Ich schreibe ihn euch hier hin. Und es bedeutet so viel wie die Ratsinsel. Und diese beiden Inseln wurden zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert vom MacDonald-Clan genutzt, als sie Lord of the Isles waren. Keiner weiß genau, welche Fässer aus welchen Brennereien drin sind in unserem Finlaggen. Aufgrund des Namens ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Isla Whisky handelt. Bleiben mir nur noch knapp 8 Brennereien übrig. Ich habe gelesen, am wahrscheinlichsten sind Lagavulin, Lafroig oder Carl Isla. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass es sich dabei um Whisky aus einer Brennerei handelt und dass er mit 58 Volumenprozent abgefüllt ist. Damit handelt es sich um eine Cask Strength oder Fassstärke im Deutschen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erklärt habe, was eine Fassstärke ist. Also wenn wir unseren Whisky herstellen, dann füllen wir ihn so ungefähr mit 70% Volumenprozent Alkoholgehalt ins Fass. Dann kommen die Engel und stibitzen sich so 0,5 bis 1 Volumenprozent pro Jahr. Das heißt, bei einem 10 Jahre alten Whisky haben wir so ca. 60 Volumenprozent. Hat man nun füllt man einen Whisky nun ungefiltert und unverdünnt ab, dann hat man in der Regel eine Cask Strength und damit einen relativ unverfälschten Eindruck vom Fass. Liegt mit 35 Euro im mittleren Preissegment bei Finlaggen. Dann geht es ab 20 Euro aufwärts los mit dem Finlaggen Original. Dann gibt es noch den Finlaggen Original PT. Dann gibt es noch den Old Reserve, Sherry Finish, Port Finish, Sherry Wood, Port Wood und Eileen Moore. Genau, und ich habe die Cask Strength, wie gesagt. Und ich habe ihn vorher noch nicht probiert. Ich werde ihn jetzt auch erstmal so kosten, aber 58 Volumenprozent sind immer ein ziemlich heftiger, naja, Alkoholbums. Und damit ich ein bisschen mehr schmecke, werde ich ihn dann anschließend auch noch verdünnen. Farblich ist auf jeden Fall relativ hell. Schon fast, naja, so wie so ein ganz schwerer, süßer Weißwein von der Farbe her. So ein ganz helles Gold. Ich habe schon wieder meinen Tick mit dem Glas drehen. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall eine Holznote, zusammen mit einer leicht torfigen Note, die so ein bisschen, naja, wenn ich sie, also mit der torfigen, rauchigen Note, wenn ich die so ein bisschen einordnen sollte im Rauchgeruchsrepertoire, dann würde ich sagen, Teer. Straße. Das klingt immer so böse und eklig, aber er riecht trotzdem gut. Also einfach, wenn man jetzt Teer, Straße und Holz, diese Eindrücke zusammenschmeißt, würde ich sagen, riecht es wie ein frisch getoastetes Fass. So ein bisschen leichte Holzkohlenote. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber der hat so eine weinige, ich weiß immer nicht, ob Sherry oder Port. Vielleicht kann mir einer von euch mal den Unterschied zwischen Sherry und Port geschmacklich erklären. Was schmeckt wie? Also er hat für mich so eine Rotweinnote. Geruchlich. Geruchlich. Gibt's das Wort?
Ja, also so eine süßliche, relativ schwere Note zusammen mit dieser holzigen. Und je länger ich dran schnupper, desto weniger teerig riecht der Rauch, sondern eher würzig, fast so leicht pfeffrig. Aber wirklich nur minimal. Aber super, super dezent. Also ich persönlich würde nicht Laphroaig sagen, weil Laphroaig für mich viel phenoliger, viel medizinischer, fast schwefelig riecht vom Rauch her. Lagavulin ist nicht so mein Fall, da habe ich noch nicht so oft Sachen probiert. Karl Eiler habe ich auch noch nicht zu oft getrunken, als dass ich das einschätzen könnte. Aber ich sage mal, es ist kein Erfolg. Das sind eindeutig 58%. Der brennt sofort, wenn er auf die Zunge kommt. Man hat zwar, jetzt gebe ich mehr als die magischen 3 Tropfen rein, ich weiß. Aber man hat zwar schon einen Eindruck bekommen von dieser minimalen süßlichen Note, dann holzig, sehr rauchig, schwer. Aber irgendwie tut einfach dieses Brennen von dem Ethanol das so. Ja, überdrücken so ein bisschen. Also ich habe auch schon eine Ilach-Fassstärke gehabt. Fand ich sehr lecker, sehr intensiv, sehr komplex. Den musste ich mir nicht verdünnen. Den hier muss ich mir jetzt verdünnen. Finde ich aber immer nicht dramatisch. Also so nach dem Motto, oh, du verdünnst deinen Whisky, was bist du denn für einer? Hm? Aber ich finde es gar nicht schlimm, wenn man da Wasser zugibt, weil man bei vielen Whiskys eröffnet einem das einfach auch nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, jetzt kommt deutlich eine deutlich süßere Note raus. Ein bisschen beißt er trotzdem noch in der Nase. Also nicht die Nase zu tief reinstecken. Ja. Also. Erst so eine, naja, nicht so richtig süße Note, aber es ist so trotzdem diese Sherry-Holznote. Aber halt einfach, als hätte man die Süße so ein bisschen abgeschnitten, eher so ins Herbe gehend. Dann kommt so die Schärfe ran und ist erst sehr, naja, sehr pfeffrig, sehr würzig und auch sehr, sehr stark, sehr kräftig. So habe ich Lagavulin bisher nicht erlebt. Ich weiß nicht, ob es wie gesagt an der Fassstärke liegt. Das kann natürlich sein. Ich würde fast Karl Eiler tippen, aber ich halte mich da bedeckt. Rauskriegen werden wir sowieso nicht. Das ist ein gut gehütetes Geheimnis und ich denke, das soll es auch bleiben. Nach der Pfeffer-Rauchwolke kippt er so ein bisschen ab in dieses getoastete Fass wieder. Und ich finde, manchmal geht so dieser Schwung dann über so einen gewissen Punkt und dann schmeckt es kurz bitter. So richtig herb bitter. Also mich stört das nicht. Ich finde, das ist sehr interessant, sehr angenehm. Aber vielen schmeckt es dann nicht, wenn es dann so, naja, es kippt nicht ins Modrige, aber so in dieses übermäßig Bittere. Aber an sich, der riecht schön. Nicht zu torfig dominant. Der kippt auch, wie gesagt, nur ganz, ganz kurz am Ende da mal rein. Da muss man auch sich echt drauf konzentrieren. Ansonsten habe ich, naja, schon Pfeffer. Obwohl fast eher Lagerfeuer vom Rauch her. Sehr intensiv, nimmt sich ein bisschen Zeit und rollt dann ordentlich ran. Bleibt auch recht lange auf der Zunge. Nicht so super trocken wie manche Whiskys, aber
Er ist auf jeden Fall präsent. Ich glaube, der wird auch noch ein, zwei Stunden präsent sein, wenn ich den jetzt ausgetrunken habe. Der ist auf jeden Fall sehr intensiv. Gefällt mir aber sehr gut. Danke für die Empfehlung. Ja, dann kann man sich überlegen, sich eine Flasche hinzustellen. Ich habe ja hier, wie ihr seht, eine ganze Reihe von Tempers, die ich für euch jetzt noch demnächst verkosten werde. Sind viele torfige Sachen natürlich dabei. Wenn ich euch zu viele torfige Sachen verkoste, dann gebt einfach mal Bescheid. Es ist einfach mein Ding, die Rauchwhiskys. Ich werde mich aber auch Stück für Stück immer weiter wieder an die etwas milderen Sachen herantasten. Das war jetzt erstmal die Finlaggen Cask Strength. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich total vergessen, dem Whisky Punkte zu geben. Ganz spontan. 4 von 4 Punkte. Das Lagerfeuer im Glas. Den könnt ihr trinken. Auf jeden Fall. Jetzt war es das aber wirklich. Und wenn ihr auch ganz sicher gehen wollt, dass ihr keinen Whisky mehr verpasst, dann abonniert meine Social Media Kanäle und schaut auch nochmal auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich noch eine ganze Menge mehr Infos zum Thema Whisky. Und bis dahin, Flange!